Das erste Brett seit langer Zeit. Die Säge ist 100 Jahre alt, Jürgen Lasch noch nicht mal 50. Doch der Jüngling hat viel Schweiß und Spucke investiert, um die alte Dame wieder flott zu kriegen. Am ersten Mal, wie ich den Motor angeschmissen habe, da war ich schon begeistert. Dann habe ich einmal kurz laufen lassen. Und dann hörte man schon, wie die arbeiten will, wie sie gerade eben gemacht hat. Man hört den Klang. Und das ist das Schöne daran. Das kriegt keine Maschine heutzutage hin, den Klang. Perfekt. Hat das Baby mich doch nicht im Stich gelassen. Arbeiten wie vor 100 Jahren, sich noch die Finger schmutzig machen, das ist sein Traum. Leben kann Jürgen Lasch stehen in seinem Haus in Wilverath. Es ist 150 Jahre alt und hat im Erdgeschoss das alte Sägewerk und durch alle Stockwerke hindurch eine alte Mühle. Läuft oder läuft nicht hier? Läuft nicht. Wird aber wieder laufen. Das steht fest. Das steht fest. Das alte Haus wieder zu beleben, ist sein neues Leben. Denn sein früheres war fast schon vorbei. Jürgen Lasch stammt aus dem Rheinland, arbeitet lange als Paketfahrer, fast ohne Pausen, auch nachts, bis er im Krankenhaus landet. Da habe ich mir die Frage nur gestellt gehabt, Mann, bin ich verrückt gewesen, das alles zu machen. Diesen ganzen Stress. Und dann fällt erst zu groschen, wenn es zu spät ist. Wenn das nicht passiert wäre mit dem Krankenhaus, wäre ich heute umfahren. In seinem neuen Leben macht er sich nicht verrückt. Jetzt werde ich wieder dreckig wie Sau. Bestimmt selbst über seine Zeit, über seine Ziele. Sein größter Erfolg, der alte Holzbackofen im Keller. Den kriegt Jürgen Lasch als erstes wieder flott. Backt Sauerteigbrot nach altem Rezept und neuerdings auch Brötchen. Die verkauft er mittlerweile im eigenen Laden. Das sichert ihm und seiner Familie den Lebensunterhalt. Das gefällt den Wilverathern. Allein schon die ganzen Arbeiten hier drüben im Raum. Hier der ganze Verkaufsraum. Also ich muss sagen, es ist sehr viel geschafft worden. Und man merkt auch, dass viel Liebe im Detail drin steckt. Also er hat sich da sehr, sehr reingehangen, muss man sagen. Also er macht sich sehr gut. Doch, da bin ich ganz begeistert. Ne? Ja? Stillstand gibt es für ihn nicht. Er fährt jetzt Traktor statt Paketautos. Denn Jürgen Lasch will auch Landwirt sein, wie früher mit alten Maschinen. Die kauft er im Internet. Denn zum Haus gehört ein Feld. Und hier sieht er noch mehr Zukunft mit alten Kartoffeln. So, wo kommen die Kartoffeln hin? Hier auf dem Markt, auf dem Stück hier. Bis kurz vor dem Rückenpfeiler. Was kommt da hin? Hansa-Kartoffeln. Die Hansa-Kartoffeln ist robuster. Die neuen Kartoffeln sind zu empfindlich. Robust wie Jürgen Lasch, der in Wilverath seinen Traum lebt. Mein Ziel, nicht reich zu werden, aber alt zu werden. Das ist ein einziges Ziel. Alt werden im alten Haus in Wilverath.